Hallo Leute, hier ist wieder euer Lone Tatsuro mit der Folge Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von Let's Play Lego Nets Kingdom für den Nintendo Game Boy Advance. Ja. Und in dieser Folge widmen wir uns. W und M sind voll die gleichen Buchstaben. Widmen wir uns den trostlosen Mooren. Ja. Ich glaube, die mochte ich ganz gerne, auch wenn das Level an sich jetzt nicht so cool war, aber da gibt es auf jeden Fall den nächsten Schwertkristall und den letzten somit auch. Und mit Abstand den geilsten. Mal schauen, ob wir ihn finden, ob wir hier wieder 100% holen können. Können wir das schaffen? Natürlich können wir das. Wird hier ein 100% Run? Genau. 100% will ich hier holen und das, denke ich, werde ich auch schaffen, wenn wir das bisher mal so anschauen. Dann passt das, ja. Die Ritter versammelten sich, um die Botschaft des Königs zu hören. Majestät, sagt uns, wie wir Lord Vladik im Kampf besiegen können. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ihr müsst euch tief in die trostlosen Moore begeben. Dort findet ihr die legendäre Zitadelle von Orlan. In diesem Gebäude trefft ihr auf vier große Herausforderungen. Habt ihr Erfolg, solltet ihr das Herz des magischen Schilds der Zeit finden. Nur durch seine Kraft wird ein Ritter in der Lage sein, gegen Lord Vladik anzutreten. Wir sollten uns auf unsere Reise vorbereiten, auf die Reise vorbereiten, egal. Wir treffen uns am Rande der Moore. Die schwarzen Ritter von Lord Vladik werden nicht weit sein. Dann lass uns beeilen. Wir müssen das Herz des magischen Schildes finden, um Lord Vladiks üble Pläne zu durchkreuzen. Für den König, für Morsier und für den Kodex. So, sie haben also ihren geliebten König gefunden und jetzt suchen sie nach dem Herz des Schildes. Los, meine schwarzen Ritter, findet sie und beendet ihre Mission. Niemand kann mich aufhalten, Morsier wird mir gehören. Ja, Lord Vladik ist ein übler Gesell, das wissen wir. Er hat es einmal mehr bewiesen in dieser Szene. Können wir hier nicht rein? Mano, wer weiß, was da alles drin wartet auf uns. Egal. Aber offenbar wohnen hier doch irgendwie Menschen in den trostlosen Mooren oder haben mal welche gewohnt. Ah! Du Drecksack! Tschack. Ah! Zwei Bogenschützen. Nummer 1 und Nummer 2. Ja. Nummer 2 ist zu hoch für uns offenbar. Ja. Ich will dich kriegen. Ach, scheiß drauf. Der trifft uns eh nicht. Ah! Dreckspflanze, ey. Du niederes Gewächs. Ah! Menno. Dann öffnet sich das Tor. Na, hat ein bisschen gedauert, glaube ich. Ah! Das ist fies. Na! Heftig, okay. Jetzt habe ich sie alle in einem ganz guten Winkel. Okay. Puh. Oh, das war jetzt irgendwie ein ziemlicher Fail, wenn man das mal so sagen soll. Naja. Puh. Scheiße. So. Das gefällt mir doch immer noch am besten. So ein paar Blitze, die auch in andere Richtungen abdriften. Na? Kommen noch welche? Nee, das waren alle.
Schön. Oh. Ah! Ah! Jetzt wird es aber schon sehr unübersichtlich von den Gegnern hier. Aber, naja gut, ist das vorvorletzte Level. Da kann der Schwierigkeitsgrad auch endlich mal zunehmen. Ein armer Mann. Ui. Helf mir! Helf mir! Sag mir, was dich bekümmert und ich werde tun, was ich kann. Warum fragst du mich, meine Kreatur dafür zu sein? Er kann nicht richtig reden, er hat schon alle Zähne verloren. Keine Sorge, ich sollte ihn schnell gefunden haben. Ja, Raskus, der unverbesserliche, freudige Mensch. Geht's da unten schon weiter oder müssen wir jetzt hier erst oben unseren Weg finden? Hä? Oh, toll. Witzig. Ah! Ja, toll. Komm doch her, wenn du dich traust. Muss doch mal näher kommen. Na egal. So trifft er mich auf jeden Fall nicht. Hier geht's nicht lang, hier geht's nicht lang. Es gibt keinen Aufstieg, oder? Okay. Dann dürften wir hier schon im größten Bereich alles geschafft haben. Eigentlich ist das Ganze viel steiniger, als man sich jetzt Moore vorstellen würde, oder? Soll ich nicht noch den Kumpel finden? Aber vielleicht finde ich den noch mit, ja, mit Danio. Rührt euch etwas aus. Ich übernehme ab hier. Okay. Dann schauen wir mal, was ich machen kann. Ah. So, 1, 2, 3. Du niederes Gewächs schon wieder. Diese Ranken, die kotzen mich echt richtig an. Boah, das sind schon wieder welche. Wie viel davon gibt's denn? Unfassbar. Hä? Und der hält auch ein bisschen viel aus. Daniel, warum sind deine Schläge so schwach? Bist du schon so alt und gebrechlich? Bist doch nicht König Matthias. Der alte Sack. Da! Ah! Noch so ein Ding. Die nerven aber echt. Die stecken ja jetzt an jedem Ort. Lord Fladek, ich werde dich kaputt schlagen. Die haben aber auch hier... War das eigentlich dann Lord Fladeks früheres Regenzgebiet, dass hier so viele Statuen von ihm stehen, oder... Wie muss ich das sehen? Ansonsten finde ich das ja ein bisschen, dass die so kurz in so kurzer Zeit schon überall Statuen aufgerichtet haben. Andererseits die ganzen Skelette und so sind ja auch viele Menschen, viele Leute. Menschen, naja. Vielleicht halb. Viele Wesen. Skorpione ja auch. Die sind bestimmt auch von Fladek, bin ich mir absolut sicher. Es ist ja in dieser Welt alles von Fladek. Die kriegen mich nicht kaputt. Ich habe ja mein Dings hier. Haha. Ich habe keine Chance. Ah, sehr schön. Konnte ich da vorher auch schon hin, oder? Naja. Ich bin unbesiegbar. Nicht mehr. Schade. Ah. Hier sind so viele Statuen. Na, da wäre ich allerdings auch sehr angepisst, wenn ich Lord Fladek gewesen wäre, wenn ich nur so ein blödes Moor als Gebiet zugewiesen bekommen hätte. Da muss man ja irgendwie nach mehr streben. Aber gut, die Leute sind da auch ziemlich verwahrlost, also ein bisschen mehr hätte er für sie tun sollen. Dann wären ihm sicherlich auch andere Aufgaben noch zuteil geworden, da bin ich mir absolut sicher. Du Drecksding. Mit mir. Ah, noch so ein Teil. Muss man... Da oben ist wahrscheinlich noch eins. Nee, ist nicht. Okay.
Wenigstens das lassen sie jetzt erstmal. Da oben ist irgendwo was. Wahrscheinlich ist da dann der Freund von dem Kumpel drin. Da unten geht's aber nicht weiter, oder? Okay. Danke, Steine, dass ihr mir den Weg so schön steinigt, versperrt. Dann weiß ich nämlich, dass ich da nicht lang muss. Ah! Zack, zack, ah! Fast. Jetzt hat's mich aus dem Rhythmus gebracht. Was? Die lebt immer noch. Oh Mann, noch so ein Teil. Ja, da falle ich nicht drauf rein. Puh. Und du stirbst erstmal. Okay, das aktivieren wir mal mit unserem Sparflamme-Schlag. Ach, scheiße. Dieser Schalter. Mist. Da geht's wohl noch weiter für uns. Aber da oben müssen wir doch auch irgendwie hinkommen können. Oder kommen wir da nur über weitere Umwege hin? Hatten wir ja schon ein paar Mal, dass wir irgendwie erst oben lang mussten, dann unten lang und dann irgendwann zu dem Ort kamen, wo wir hin wollten. Andererseits, da muss man doch auch irgendwo lang können. Oder vielleicht erst den anderen Weg, wir wissen es ja noch nicht. Notfalls mache ich das Ganze dann nochmal hinterher, aber wäre schon ganz schön, wenn wir das meiste beim ersten Versuch schon schaffen. Im Idealfall natürlich 100%, aber dieses Gebiet ist natürlich etwas größer als alles andere, was wir bisher so hatten. Auch wenn der Raskus-Abschnitt jetzt ein bisschen kurz war, wie ich fand, aber okay. Ja, hier kommt jetzt schon Jayco zum Einsatz. Das sieht nach Arbeit für mich aus. Also, ja, jetzt ist wieder zu, das ist scheiße. Aber wahrscheinlich war das Ding, wo wir gerade waren, ne? Oh. Ah ja, 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 Moment. Ich erinnere mich genau daran, dass ich das, als ich das erste Mal das hier aufgenommen hatte. Ah, scheiße. Die hauen nicht ganz im Takt. So, jetzt aber. Danke. Boah. Ja, das war die falsche Waffe. Das wäre besser gewesen. Scheiße. Hilfe, 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 Hilfe. Scheiße. Ja, das hat schon besser geklappt als das andere, aber naja. Scheiße. Oh, Mist. Was? Die nervigsten sind echt die, die so versetzt schlagen. Aber irgendwann kriegt man sie dann hin und dann sind die auch kein zu großes Problem. Hilfe! Okay. Schön. Genau, jedenfalls, ich weiß jetzt genau wieder, an welchen Ort ich hier genau hin muss. Wie, höher geht's nicht? Naja. Das ist ja Quatsch jetzt eigentlich, dass ich jetzt hier... Aber habe ich den Schalter getroffen? Habe ich, oder? Hätte ich nämlich jetzt die Energiesparflamme wieder nutzen können. Ah! 1, 2, 3. Nein, mit Jayco klappt das nicht. Der ist einfach zu jung. Der kennt solche Techniken noch nicht wie den Super 3-Schlag. Oder so. Naja. Da waren wir mit Daniel bereits. Und jetzt sind wir hier oben auf jeden Fall. Schön. Da müssen wir aber auch irgendwie lang können.
Aber ich glaube jetzt, ich weiß jetzt wieder, wo der Kristall war. Irgendwie, ah! Du Drecksding. Ah doch, er kann den Dreischlag. Ich dachte schon, der könnte das wirklich nicht. Ah! Das ist doch... Die sind auch echt in jeder scheiß Ecke hier. Dabei wachsen die auf Stein. Das geht gar nicht so in dem Sinne mit so einer starken... Vor allem sind das bewegliche Ranken. Und darauf bin ich noch nie eingegangen, ne? Ach! Aber gut, es ist schwarze Magie. Schwarze Magie ist besser als Gelenke. Oh Mann, diese Drecksdinger. Zack und zack. Danke. Oh Mann. Kann ich hier nach rechts? Super. Ah, super. Und ich glaube, hier dürfen wir gleich den Schwertkristall finden. Moment. Ja, seht ihr es funkeln? Habe ich mich doch noch richtig dran erinnert. Und das ist der Schwertkristall von Orlan. Das Schwertjuwel von Orlan. Was in der Zitadelle von Orlan auch sehr nützlich sein kann, wenn da gerade mal mehrere Feinde kommen. So, jetzt werde ich gleich mal zeigen, was das drauf hat. Und das ist echt fucking awesome, wenn man so schön, wie man so schön sagt. Aber wir werden es gleich sehen. Moment. Wo hat sich jetzt für mich eine Tür geöffnet oder so, als ich gerade auf diesen einen Schalter getreten habe? Wäre ganz schön, wenn das der Fall gewesen wäre. Aber sieht jetzt doch nicht danach aus. Irgendwo muss ich noch hin, kann das sein? Da war ich schon. Hier kommen wir aber auch nicht weiter, großartig. Vielleicht muss ich oben nochmal gucken. Ist natürlich schön, wenn man gerade sowas gefunden hat, was man gesucht hat, aber dann nicht weiß, wie man weiterkommt. Oh Mann. Ja. Ne? Ja, hier war der Kristall. Weiter geht's ja nicht. Da unten komme ich auch nirgendwo hin. Das sieht doch gut aus. Dann glaube ich mal drauf. Jawohl! So geht das. Ein bisschen weit, ne? Aber gut. Stimmt, das war das ganz am Anfang, als wir hier waren und dann kamen die ganzen Dreckskelette an. Deswegen bin ich da nicht noch weiter nach links gegangen. Ah, das ist natürlich tückisch, ne? So führt uns das Spiel an der Nase herum, aber gut. Jetzt wird's geil, wenn wir hier auf Gegner treffen sollten. Hey, was liegt da? Hier ist so ein Blumenstrauß und eine tolle Rose am Wegesrand. Ja, soll ich jetzt weitergehen oder da drauf? Wisst ihr was? Leute, wir gehen drauf. Scheiße. Aber da habt ihr schon die Geilheit dieses Kristalls erlebt. Und, boah, das ist echt hart. Scheiße. Weil wenn das jemanden erwischt, dann fetzt es richtig weg. Leider haben die jetzt Schilder, womit sie das abwehren können.
Und ihr habt auch gesehen, wie viel Energie ich verloren habe. Das kommt nicht alles von den Schlägen. Scheiße, nee, gib mir mein... Ach, danke. Sieht aber auch verdammt viel Schwertenergie. Haha. Ey, jetzt schlagen die wieder unterschiedlich. Die sind echt heftig drauf. Ja, aber wie kommen wir hier weiter? Müssen wir die? Die müssen wir doch eigentlich alle erledigen, oder? Alles andere wie Quatsch. Die Skelett-Eliten, ja, ja. Mit denen hat Jayco noch schon seit seiner Kindheit nie richtig Freundschaft schließen können. Sie waren einfach so anders als er. So aggressiv irgendwie auch. Sie haben nicht Verständnis für seine Probleme gezeigt. Und er nicht für ihre. Ja, ja. Toll. Jetzt kann ich wieder gehen, oder wie? Danke. Ja, wir mussten tatsächlich diesen Kampf bestreiten. Hurra! Vielleicht kommt gleich nochmal eine Stelle, wo wir den Schwertkristall ein bisschen besser einsetzen können. Aber ihr habt zumindest gesehen, was passiert, wenn Jayco ihn abbekommt. Beziehungsweise die drei Blitze, welche das machen. Haltet euch heraus, Herr Ritter! Ich werde damit fertig! Ja, auch Santis und seine wechselnde Stimme ist wieder dabei. Hurra! Und das war ja wohl mal richtig genial. Das wird auch im Einer-wird-siegen-Modus, ist dieser Schwertkristall großartig. Weil ihr einfach gegen so viele Schattenritter kämpfen müsst. Und wenn ihr dann einmal diesen Blitz abfeuert, dann sterben auf einmal so viele. Verdammt, ey. Wenn Santis nicht so kackenstark wäre, wären wir jetzt ziemlich aufgeschmissen. Hey, hast du mich gerade beschossen, hä? Hast du mich gerade beschossen? Na, warte. Geile. Ich finde den echt, das ist echt mein Lieblingskristall mit Abstand. Aber ist ja auch keine Frage, weil... Ah, und es sieht aus, als würden wir da schon zur Zitadelle von Orlan vordringen. Dennoch, wir haben den Kollegen von diesem einen Kerl nicht gefunden mit Raskus. Ich vermute mal, dass wir ihn mit Raskus finden müssen. Deswegen wird das hier kein 100% geben, weil ja, eins von Vladeks Artefakten fehlt. Das werde ich dann aber gleich noch machen und den Rest spiele ich dann einfach so, glaube ich. Es sei denn, jetzt kommt der Kerl noch, aber ich glaube nicht. Na, wobei... So, den erledige ich lieber schnell. Puh, das geht ja ordentlich mit Santis. Aber wie gesagt, dafür ist er halt sehr, sehr langsam und alles. Wissen wir ja. Haben wir ja leider schon. Oder ich hab's erleben dürfen. Ich habe euch ja diesen grausamen Part erspart haben in seiner Mission. Wo ich wirklich immer mit seinem langsamen Schritttempo hin und her gelaufen bin und gesucht habe nach Antworten. Oh. Ja, wurde ich jetzt gerade trotzdem irgendwie selber getroffen? Ja, ja, der Schwertkristall von Orlan ist schon nicht ohne. So. Geil. Wer war denn da? Wen habe ich damit umgehauen? Also die Zielverfolgung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oder ist das, weil da drin halt so viele sind in diesem Gebäude? Ich glaube, man kann auch nur zwei davon abschießen hintereinander von diesen Blitzen. Wenn überhaupt. Jedenfalls mehr nicht. Sehr schön. Und stirb! Ja, ich glaube, weil da welche drin sind, macht das... Ah! Jetzt bin ich schnell, ich bin schnell, ich bin schnell! Ich bin ein schneller Santis. Die perfekteste Form, die ein Ritter jemals annehmen konnte. Das, was auch einfach irgendwie nicht zusammenpasst, aber okay. Yay, ich kann rein. Und da ist der Kollege. Ja,
Wir kriegen doch noch den Teil des Schlüssels. Puh, ich hätte auch nicht gewusst, wo der sonst sein soll. Dein Freund ist in Sicherheit. Er wartet dich auf der anderen Seite des Moores. Danke sehr, edler Ritter. Wir sind euch zu Dank verpflichtet. Es gibt keinerlei Verpflichtung, mein Freund, solange der Kodex besteht. Jawohl, und wir kriegen einen Teil des Schlüssels. Schöner kann es doch nicht sein, nicht wahr, Santis? Jetzt gehen wir erstmal in dieses Häuschen. Oh ja. Diese noch allen zerfallenen Häusern wohnt irgendwie gar keiner. Naja. Aber haben wir es doch noch geschafft. Und jetzt müsste hier vorne bald... Ah, nicht die Zitadelle stehen. Naja, ich kann mich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht mehr richtig daran erinnern, dass irgendwo eine Zitadelle stand. Aber ich denke es halt, weil da vorne war diese Brücke und... Oh, jetzt reicht's. Scheiße. Puh, zum Glück hilft der mir ein bisschen dieses furchtbare... Ja, so viel dazu. Dieses furchtbare Viech zu erledigen. Aber Sand ist schon kackenstark. Ah! Okay, schieß nochmal. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Und jetzt tötet euch selber gegenseitig. Das dürfte doch klappen. Jawohl. Es klappt. Aber sie hauen lieber beide auf mich drauf. Das ist sehr freundlich von ihnen. Ich fass es nicht. Muss ich alles hier selber machen mit der... mit meiner Faust. Der Santis Fist. So, entschuldigt den kurzen Cut. Ich werde das Level aber noch zu Ende spielen, trotz dieser sehr unangemessenen Störung. Viel dürfte es ja eigentlich auch nicht mehr sein. Immerhin sind wir jetzt mit Santis auch schon eine Weile unterwegs. Ja, das war's. Okay. Auch wenn hier ein Cut nötig sein wird, was mich wieder mal ärgert, weil ich irgendwie in keinem Projekt bisher komplett ungestört blieb. Aber ja... Wir haben alle Schwertkristalle und es ist großartig, wir haben hier alles bekommen. Wir haben den Einherwitz-Siegen-Modus schon freigeschaltet, weil wir alle Stücke des verlorenen Schlüssels haben. Und es sind nur noch zwei Modi übrig. Großartig. Also bis dann, ciao, euer Lanzer zurück. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich muss jetzt weg essen. Tschüss.